alles ist nur bar. Ich bin hier in der Alamo Trading Post auf der David Croft Convention von Disneyland Resort Paris und ich möchte euch heute mal drei Tassensets zeigen. Jeweils zwei Tassen, eine Love-Tasse jeweils. Also, natürlich fangen wir an mit Minnie und Mickey. So, mal hier. Die ist jetzt nicht neu, die gibt es schon etwas länger. Einmal Mickey. Schaut hier ein Herz quasi im Griff, wenn man so möchte. Und hier nochmal Minnie, ebenfalls mit dem Herzen. Also eine richtig schöne Partnertasse. Kostet 19,99 Euro. So, von hinten sind sie auch gedruckt. Also doppelt gedruckt. Dann, die sind relativ neu hier, die Stitch-Tasse. Gleiches Design, sag ich mal so, nur ein anderer Aufdruck. Unsere beiden Süßen hier. Stitch ist ja ein sehr beliebter Charakter. Also, eine sehr beliebte Tasse. Und dann haben wir hier nochmal unsere Love-Tasse von, ich komme jetzt gerade nicht drauf, warte. Unsere Love-Tasse von, nein, Nightmare Before Christmas ist es natürlich klar. Ich kam gerade eben nicht drauf. So, und zwar in schwarz gehalten. Also die Preise überall 19,99. Einmal dieses Pärchen, einmal dieses Pärchen und einmal dieses Pärchen. Ja, also die wollte ich euch gezeigt haben. Relativ neu die Switch-Tassen. Die anderen gibt es schon etwas länger. Aber gut, kommt aber trotzdem schnell. Die sind bestimmt schon ausverkauft. Ich glaube schon, dass sie sehr gut weggehen. Alles klar, das war dann wie gesagt die Oper hier aus der Alamo Trading Post. Von der David Crockett Ranch, da oben steht da, David Crockett Ranch. Da bin ich etwas abseits vom Park, aber mit dem Auto gut zu erreichen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Disney-Opa.